Genotologen, das sind Lachforscher, die haben Mechanismen gefunden, die gelten weltweit, warum wir Menschen etwas komisch finden. Und ein solcher Mechanismus ist, wenn die Erwartung und das Ereignis nicht zusammenpassen. Also sagt der Arzt zu seiner Patientin, gute Frau, Sie sind jetzt 91, Ihr Freund ist 21, da kann wirklich jeder Sex zum Tode führen. Da sagt sie, na, dann stirbt er halt. Und wenn wir dann lauthalslos lachen, pressen wir den Atem stoßartig mit 100 Stundenkilometern aus der Lunge raus. Wenn ich die Grünen wähle, muss ich mit Robert Habeck morgens kurz duschen. Mit Winfried Kretschmann darf ich gar nicht mehr, muss ich Waschlappen nehmen. Mit Daniel Günther von der CDU dusche ich morgens eiskalt und nur mit Wolfgang Kubicki darf ich so lange duschen, bis ich fett bin. Alles vergisst der Scholz. Ja, Warburg beim Cum-Ex, alles vergisst. Im Asterix-Fest eine eigene Figur, erinnert nichts. Und ich weiß auch, dass sich jeder Apache eine reinsemmeln würde, wenn er seine Frau eine Squaw nennt, weil es in Wahrheit ein Schimpfwort ist und Hure heißt. Das weiß ich alles. Und trotzdem. Wenn du so bist wie dein Lachen, möchte ich dich wiedersehen. Tolle Wetten mit dir machen, mit dir weinen über Sachen. Ja, aber da kam eben der Klinik-Clown auf die Station, beugt sich zu unserer Skala drunter, die sieht die Nase und schreit, Karl Heinz, bist du's? Der Clown hat hinterher gesagt, der Lachen wird er kennen, aber Zungenkuss wäre neu. Juristisch wäre die Kaution erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne meinen Sekt. Das ist alles von der Kunst so eingedeckt.